Hallo Technikfans und willkommen zu einem neuen Unboxing. Endlich mal wieder ein Unboxing auf meinem Kanal und kein geringeres als das Amazon Echo Alexa Dot Unboxing. Ja, ich freue mich, dass das gute Stück endlich da ist. Ich habe das vorbestellt und es war auch eine ganze Zeit unterwegs, besser gesagt hat eine ganze Zeit gedauert, bis man dann auch die Einladung bekommt. Und jetzt ist es endlich da. Ich freue mich hier, das gute Paket in den Händen zu halten und möchte das heute mit euch zusammen unboxen, das gute Stück. Und wir probieren das gute Stück natürlich dann auch aus. Mal schauen, ob ich das heute dann gleich hinbekomme mit der Alexa-App. Die muss ja dann installiert werden. Schauen wir mal, aber erstmal das Allerbeste zuerst. Habe ich da irgendwas gehört? Jodel, didel, dodel, dau. Didel, didel, dodel, dau. Mir war eben so als... Wuff, wuff, wuff. Miau. Okay. Kunz, kunz. Als hätte ich da was gehört. Nicht, dass das schon aktiviert ist, bevor ich das überhaupt ausgepackt habe hier. So. Los geht's. Ich versuche das hier mal so gut wie möglich in die Kamera reinzuhalten, dass ihr das auch alles sehen könnt. So, ganz spektakulär ist der Aufwand ja nicht, das gute Stück hier auszupacken. Da ist es. Alexa, der Alexa Dot. So, dann kann man den mal eben wegpacken, den Kram hier. Den gibt es natürlich auch als großen Alexa Echo, also das Amazon Echo. Der ist dann, ja, ich sag mal, dreimal so hoch. Und der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Versionen ist eigentlich, dass der große vom Sound her doch deutlich besser ist. Mir hat allerdings sehr gut gefallen, dass ich an den Echo Dot hier noch einen Lautsprecher anschließen kann. Das kann man beim großen nicht. Hier ist also noch ein Klinkenanschluss dran. Aber schauen wir erstmal, was sich denn hier in diesem spannenden Paket befindet. Das werden wir jetzt schön genüsslich auspacken. So, mal gucken, dass wir hier die Folie abkriegen. Verpackungsmäßig hat Amazon ja wirklich was drauf. Das muss man denen lassen. Das ist noch so frisch. So, einmal. Das ist er. So, was haben wir hier dann so draufstehen? Alexa, spiele meine Playlist mit Jazz-Favoriten ab. Mhm. Wecke mich morgens um 6, um Gottes Willen. Dimme meine Lampen. Ja, genau das habe ich auch vor. Leider sind zurzeit die guten Steckdosen von TP-Link ausverkauft auf Amazon. Ich habe auch schon beim Mediamarkt und Bauhaus geguckt. Die haben die leider nicht vorrätig. Beziehungsweise Bauhaus hat die gar nicht da gehabt. So müssen wir noch ein bisschen warten mit der Demonstration einer Lampe. Aber ich denke mal, da sind eigentlich inzwischen genug Videos online, die ihr euch anschauen könnt, wie man mit Alexa dann das Licht an- und ausmachen kann. Dann geht das weiter hier. Werden wir doch mal den Reißverschluss öffnen hier. So, zack. Und aufgemacht. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Das fühlt sich fast an, als würde man ein neues iPhone unboxen hier. Wo kann man dann hier? Da kommt sie seitlich raus. Was mich noch mal interessieren würde, ob man der Alexa eventuell auch mal einen anderen Namen geben kann. Also so toll finde ich den Namen eigentlich gar nicht. Da gibt es schöneren Namen, aber das kann man ja später noch mal sehen. Einmal das hier haben wir einmal den Stecker, schick wie immer. Ich kenne ihn ja schon von dem Amazon Fire Stick, den ich, da habe ich auch zwei Stück von, da bin ich auch sehr begeistert von. Das ist hier übrigens keine Produktwerbung, also ich habe das gute Stück hier nicht von Amazon gesponsert bekommen, nur so zur Info. Haben wir einmal den Stecker für Strom, dann das Kabel. Oh, das ist aber kurz, mein lieber Schwan. Das ist aber nicht besonders lang. Ja, mal gucken, ob wir da vielleicht ein anderes Kabel dann nehmen, was ein bisschen länger ist. Das ist aber nicht besonders lang, meine Lieben. Das Schöne ist ja, dass ich hier mit Sicherheit auch ein anderes Kabel verwenden kann, da das ja ein normales
Micro-USB-Kabel ist. Da werden wir auf jeden Fall als erstes mal ein längeres Kabel uns zulegen. Dass die immer so geizig sind mit ihren Kabeln, also das verstehe ich nicht. Eieiei, Alex hat sich extra hübsch gemacht hier, nochmal schön in Folie hier, in Folie gehüllt, das gute Stück. So, packen wir den mal eins aus hier, oben ist auch noch so eine Kunststoffhülle drauf. Den brauchen wir nicht mehr. Vorsichtig hier mit dem Namen, nicht, dass das noch nicht ganz trocken war. So. Ach, da, guck mal, wie schön die glänzt, die gute Frau hier. Ich stelle den mal ein bisschen, so, kann man das gut sehen, hoffe ich. So, mal ein bisschen in den Mittelpunkt. Ja, das ist sie. Die gute Alexa, unten ist sie auch leicht gummiert. Das ist eine schöne Sache, dann kann das ganze Ding hier nicht rumrutschen. Da haben wir einmal oben vier Tasten bei Alexa, beim Echo Dot. Das ist einmal, kann man auf stumm schalten, dass die Alexa nicht mithört, was man ja dann auch manchmal gar nicht unbedingt möchte. Und hier ist dann das Einschalten bzw. Aktivieren und laut und leise. Eigentlich ganz einfach gehalten. Hier haben wir 8 Mikrofone verbaut in der Alexa und einen kleinen Lautsprecher, der hier dann, der soll auch gar nicht so schlecht sein, habe ich gehört. Also was ich jetzt bisher so an Reviews mir angesehen habe bei YouTube, war das eigentlich ganz gut vom Sound her, das kleine Ding hier. Also da kommt schon ganz gut was raus. Aber hier hinten sehen wir dann auch, hier ist einmal der Stromanschluss, der Micro-USB-Anschluss und dann die Klinke. Und die Klinke, die könnte dann noch ganz interessant werden. Da kann man dann noch einen Klinkenlautsprecher dann anschließen. Oder an die Anlage kann man ihn auch anschließen. Finde ich also ganz gut durchdacht. Die Klinke ist also bei dem großen Amazon Echo nicht dabei. So, dann machen wir erstmal hier einen kleinen Cut bei dem Video und sehen uns dann wieder, wenn ich soweit bin mit der Aktivierung, wenn dann die Alexa sprechen lernt. Alles klar, bis gleich. So, da sind wir wieder. Und wir haben uns jetzt mit dem Echo Dot WLAN, ich habe ja mal eben kurz meinen Netzwerkschlüssel eingegeben, das ist ja nicht so spannend für euch. Und weiter geht's. Mal eben schauen hier, willkommen. So, personalisieren. Eigentlich müsste ja jetzt gleich fertig sein. Es hat aufgehört zu leuchten. Alexa personalisieren. Ach, da ist er. Hallo Alexa. Ja, sie hat schon was gesagt. So, wir haben ja auch so ein paar schicke Fragen, die ich dann nochmal kurz einblenden kann. Also sie ist jetzt soweit eingerichtet, ist eigentlich alles relativ easy hier in der Beschreibung zu sehen. Hier steht auch nochmal drin, wie man dann seine Lautsprecherbox verbinden kann, wenn man dann Bluetooth-Geräte hat. Ist eigentlich nicht besonders schwer. Wenn man dann die App runtergeladen hat, ist das eigentlich alles ziemlich selbsterklärend. So, jetzt gucken wir mal, ob Alexa schon soweit fit ist, ob sie schon irgendwas sagt hier. So, was nehmen wir denn mal? Alexa, wie alt bist du? Ich bin seit dem 6. November 2014 auf Echo erhältlich. Echo Dot gibt es seit dem 3. März 2016. Aha. Alexa, bist du ein Mann oder eine Frau? Mein Charakter ist weiblich. Alexa, spiele Prime Music. Ich kann in deiner Musikbibliothek keine Musik finden. Stimmt, das habe ich noch nicht verbunden. Alexa, gib meine Dinnerparty-Playlist zufällig wieder. Ich sehe die Playlist Dinner Party genau. In deiner Musikbibliothek nicht. Ich muss sie dann auch noch mit... Alexa, verbinde mich mit TuneIn. Zufallswiedergabe deiner Musik. Was ist das denn für eine Musik? Mal sehen, mal eben hören. Aha, spielt auf jeden Fall. Alexa, stopp.
Nicht, dass ich hier noch Stress mit irgendwelchen GEMAs kriege hier. So, Alexa, Lautstärke 5. Alexa, Lautstärke 10. Aber ich glaube, 10 ist besser. Das lassen wir so. Alexa, welches Wetter haben wir heute in Bremen? In Bremen beträgt die Temperatur aktuell 2 Grad bei klarem Himmel. Der Wetterbericht für heute Nacht sagt eine starke Bewölkung und Regenschauer voraus mit einer Tiefstemperatur von 0 Grad. Alexa, wie heißt der amerikanische Präsident? Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Alexa, wie heißt die Bundeskanzlerin von Deutschland? Die Bundeskanzlerin von Deutschland ist Angela Merkel. Das hat sie geschnallt. Alexa, wer ist Donald Trump? Donald John Trump ist ein amerikanischer Unternehmer und Politiker. Alexa, sing ein Geburtstagslied. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, zum Geburtstag viel Glück. Alexa, erzähle mir die neuesten Nachrichten. Hier ist deine tägliche Zusammenfassung von der Tagesschau. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Alexa, stopp. Alexa, lass uns Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Okay, lass uns spielen. Schnick, Schnack, Schnuck und ich habe Schere. Papier. Ja, also es wird noch richtig lustig hier. Ich werde auch noch so ein paar Sachen ausprobieren. Ich denke mal, fürs Unboxing sollte das erstmal reichen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es euch ein bisschen mehr gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich und Alexa, wir gehen jetzt erstmal schön, schnacken. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Selbstzerstörung in 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Boom.